Hallo und herzlich willkommen zurück bei Spiritfarer. Nachdem wir in der letzten Folge damit aufgehört haben, ja, einige Gebäude zu bauen. Naja, zwei. Es war zwei. Aber immerhin konnten wir sie bauen. Und das jetzt sogar ohne allzu große Komplikationen. Und ich schätze mal, wir haben gleich wieder einen Kometenschauer. Oder auch nicht. Achso, doch. Ach, Meteorschauer, genau. Ein Meteorschauer. Weil es so schön war, machen wir doch einfach nochmal einen. Nicht zuletzt wegen der doch ganz schönen Musik. Und dem bunten Glitzer. Halleluja! Man ist ja da echt nur am Hin- und Herrennen. Aber es sieht einfach schön aus. Und man kriegt ja auch gutes Geld zusammen. Und das sieht doch so aus, als hätten wir es geschafft. Sehr schön. Hallo. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Okay, sehr gut. Oh je. Ausrufezeichen, Post. Sehr cool. Und ich sehe, unsere Astrid ist traurig. Ich fürchte, ich muss mal wieder füttern gehen. Und knuddeln natürlich. Damit fangen wir doch am besten dann mal an. Auf ein Wort. Ja, warum lässt du mich verhungern? Weil ich nicht daran gedacht habe, dir Essen zu geben. Es tut mir leid. So. Dann haben wir schon mal Astrid. Sind hier irgendwo Leute? Ja, da oben sind die zwei und wir haben Oxbury entdeckt. Sehr schön. Da bin ich ja mal gespannt, was wir dort alles erleben werden. Aber erstmal reden wir natürlich hier mit den Leuten. Sieh nur. Wunderschön. Mickey kann die malmenden Geräusche von drin schon hören. Sicher eine Schönheit. Versuch etwas zu zerkleinern. Das fühlt sich sicher super an. Lass was von deiner angestauten Wut raus. Wie? Ich werde es dir nicht erklären. Selbst ein Baby könnte das. Wirf die Maschine an und lass es krachen. Ein Kinderspiel. Hier hast du ein paar Steine für den Anfang. Mach dich ans Zerschmettern. Ich werde hier warten und dem Krachen lauschen. Achso, ja, doch. Füttern können wir sie natürlich auch einmal. Okay. Fleischeintopf mochte er nicht. Mag er Auflauf? Wehe, wenn nicht. Ja. Gut. Bitteschön. Umarmung gibt's auch noch. Auch wenn ihr nicht die nettesten seid bisher. Dann gehen wir hier einmal rein. Zerkleinerer. Dann zerkleinern wir mal ein bisschen Quarz. Und okay, ich kann mich währenddessen nicht bewegen. Das heißt, das dauert scheinbar ein kleines bisschen. Okay. Ah ja. Hallo? Hallo?
Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich drücke einfach nur ganz oft Quadrat. Wahrscheinlich ist das auch Sinn der Sache. Gibt auf jeden Fall gute Muckis. Gut, wir haben Quarzpulver. Das ist super, das reicht mir erstmal. Wow. Dem Stein hast du aber gezeigt, wo der Hammer hängt. Der hat laut um Gnade gebettelt. Das war ziemlich cool. Hat sich sicher gut angefühlt. Du hast echt was drauf, Kundschafterin. Ich weiß, dass du den nächsten Job erledigen kannst. Hör zu, Mickey braucht ein Haus. Nicht einfach nur irgendein Haus. Er braucht einen verdammten Palast. Marmor, vergoldete Spiegel, Palmen innen drin. Das volle Programm. Etwas, das unsere alten Nachbarn zur Weißglut treiben würde. Kümmer dich darum. Bruce und Mickeys Bude haben wir jetzt gelernt. Schön, dann werden wir das auf jeden Fall tun. Gegartes Obst. Ja, so. Dann haben wir uns auch um ihn gekümmert. Dann pflanzen wir hier einmal einen Olivenbaum. Und hier pflanzen wir einen Pfirsichbaum. So, sehr schön. Und hier haben wir Gustav. Fantastisch. Du hast deinen Teil der Abmachung wie immer voller Enthusiasmus erledigt, Stella. Und während du fast alle meine früheren Hinweise ignoriert hast, hast du nichtsdestotrotz einen großartigen Raum erschaffen. Dort werde ich weitaus besser arbeiten können als in diesem lauten Gästehaus. Und nicht zuletzt kann ich dort einziehen, damit ich mich voll und ganz auf meine Arbeit konzentrieren kann. Oh, tu nicht so überrascht. Ich fühle mich nur dann wirklich daheim, wenn ich von meiner Arbeit umgeben bin. Für manche ist es sicher eine Strafe, in ihrem Büro schlafen zu müssen, aber ich freue mich richtig darauf. Ich kann es kaum erwarten, diesen leeren Raum zu füllen. Wie aufregend. Mach dich nur wieder an deine Arbeit. Ich werde meine Dinge zusammensuchen und meine Gedanken ordnen und dann werde ich dich über den nächsten Schritt unterrichten. Das ist schön, wir laufen direkt mal hinterher. Und geben ihm etwas zu essen. Aber noch ist das Haus ja wirklich sehr kahl. Bin mal gespannt, was da noch reinkommt. So, wir haben doch... Ihm habe ich schon zu essen gegeben, ne? Ja. Ihm aber noch nicht. So, Junge, hör auf zu plappern. Hör auf zu plappern. Zu plappern. Hör auf zu... Ich wollte ihm eigentlich nur was zu essen geben. Und dann labert er mich einfach voll. So. Also wenn er sich weiter so anstrengt, dann kriegt er gleich Kaffee. Gut, dann kriegt er jetzt Kaffee zu essen. Wenn er nichts anderes will. Aber ich finde es schön, wie böse sie ihn anguckt. Also. Wir holen jetzt erstmal unsere Post. Ein Brief von Albert. Stella, ich hatte das Vergnügen, deinen Onkel Atul kennenzulernen. Was für ein Kerl. Er hat mir ein paar Tipps für die Werft gegeben. Dafür möchte ich mich erkenntlich zeigen. Meine Jungs haben das hier in unseren Docks gefunden. Vielleicht gibt es dort etwas Nützliches und richte deinem Onkel schöne Grüße von mir aus. Albert, dein örtlicher Schiffsbauer. Schatzkarte. Okay, da stehen Koordinaten drauf, das ist schön. Aber erstmal geht es natürlich für uns auf die Insel. So. Hier stehen Leute. Hey, wir sind die Dice Boys. Und wenn wir rollen, dann aber so richtig. Nichts. Du hast noch nie von den Dice Boys gehört? Das kann doch nicht sein. Die Straße ist schon seit Jahren unsere Bühne. Wir verbreiten die Botschaft. Expandieren mit unserer Marke. Vielleicht hast du unseren Namen noch nicht richtig verstanden. Wir sind die Dice Boys. Verdreh die Wörter nicht. Wir sind Tag und Nacht hier draußen. Und rappen.
singen Reime ins Mikrofon, treffen immer den richtigen Ton. Wir brechen dein Genick, das ist ein toller Trick. Nix. Wow. Du hast bisher wohl eher hinterm Mond gelebt. Hör zu, um deinen erbarmungswürdigen Mangel an Kultur wieder gut zu machen, kannst du uns einen Gefallen tun. Hier sind ein paar Exemplare unserer neuen Platte Warning Scared Sacred Dog. Verteile sie einfach an die Mitglieder unseres Straßenteams. Keine Sorge, das sollte nicht allzu lange dauern. Hier, schreib dir das auf, damit du es nicht vergisst. Der Würfel rollt immer, der Preis sinkt nie und nimmer. Komm in die Gänge, verteile die Platten. Ich habe 60 davon. 60 Platten gekriegt. Ja, nanu. Da beim Laden steht also unser Giovanni. Das ist ein ganz schön weiter Weg. Und wir werden ihn gehen. Verdammt, ich habe 2 Groschen in der Tasche, aber ich komme nicht ran. Die stecken ganz unten fest. Ich kann hören, wie sie sich amüsieren, wie sie gegeneinander schlagen. Ich höre euch, ihr kupfernen Miststücke. Ruhe. Hörst du sie? Was sie wohl sagen? Vielleicht machen sie sich über mein Hemd lustig. Ich mag dieses Hemd. Ich brauche meine Ruhe. Ich möchte nicht von meinem Kleingeld runtergemacht werden. Ja. Okay. Was ist das denn hier? Magst du Limonade? Na klar doch. Sie ist süß, erfrischend und gesund. Außerdem auch frisch gepresst. Nichts als Zitronen für reinen Limonadengenuss. Und damit kommen wir auch schon zu meinem Angebot. Hättest du Interesse an einer Art Sommerjob? Lass es mich erklären. Damit unser Geschäft rund läuft, brauchen wir mehr Zitronen. Die Nachfrage hier im Städtchen ist einfach zu groß. An den South Point Docks gibt es diesen Lieferanten. Er hat meine Lieferung Zitronen. Frisch vom Baum. Man kann die Frische bis hierher hören. Das Problem ist, dass der Zoll die Lieferung beschlagnahmt hat. Wenn du hingehen und sie mir bringen könntest, nun, das würde mir den Hals retten. Buchstäblich. Beeil dich, wir müssen die Nachfrage bedienen. Ich liebe Zitronen einfach über alles. Okay. Das ist ganz toll. Oh, wir können hier rein. Toll. Und nun? Ah. Juhu. Ein Kristallkronleuchter und ein Amethyst. Das ist ja ganz wunderbar. Aber hey, wir beschweren uns nicht. Komme ich hier auch rein? Nö. Was hast du für mich? Schlüssel für Oxbury. Der kostet 10.000. Hoch. Rindfleisch, Schweinefleisch, Hühnerfleisch, Ei. Brauchen wir etwa noch einen Obstgarten? Das gibt's doch nicht. Nee, erstmal nicht. Ja, okay, doch. So. Jetzt möchte ich aber wissen, was macht er hier? Okay, reden kann ich mit ihm nicht. Jetzt kriegt er erstmal Erdbeeren. Kann ich mit ihm, sie, es reden? Lass uns in Ruhe. Hier geht es gleich drunter und drüber. Bitte. Ich will nicht, dass es da drunter und drüber geht. Was genau hat uns das hier jetzt gebracht? Ah. Was genau soll ich hier tun? Offenbar gar nichts. Hm.
Ich war gerade in der Wohnung dort oben. Eines Nachmittags habe ich diese Frau in einer Bar getroffen. Ich habe mich herausgeputzt, Rasierwasser verwendet. Wir sind mit einem Taxi zu ihr gefahren. Wir haben uns dort drüben geküsst, draußen. An den Wänden hingen Bilder von ihrem Mann und ihren Kindern. Ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen werden. Sie wollte meine Nummer haben. Ich weiß noch nicht einmal, ob ich ihren Namen kenne. Was ist so falsch daran, der andere Mann zu sein? Wo ist das Problem, auf dem zweiten Platz zu sein? Ich glaube, ich muss ein bisschen nachdenken. Ja, ich glaube auch. So, aber ich kann hier nichts tun mit unserem Giovanni. Und ich muss gestehen, ich finde das gar nicht mal so schön, dass er da scheinbar mit einer anderen Frau, ja, am Shakern oder was auch immer ist. Das gefällt mir nicht. Oh, Bäume. Die nehmen wir natürlich mit. So, das nehmen wir mit. Und hier oben ist auch noch jemand drin. Marjorie, der Klempner, ist hier. Moment mal, du hast keinen Schnurrbart. Du bist nicht der Klempner. Raus. Okay. Ich entschuldige mich. Was lernen wir hier? Etwa abprallen. Das ist wichtig. Das brauchen wir auf jeden Fall. Oh, wir können endlich abprallen. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Okay. X drücken, um auf federnden Oberflächen zu springen. Das werden wir natürlich tun. Das gefällt mir. Oh, ist das schön. Okay. Hier ist offenbar Ende. Dann schauen wir doch mal, was wir hier sonst noch so haben. Hier sind ja auch noch Häuser, in die wir noch gar nicht reingekommen sind. Hier ist soweit aber nichts. Hier waren wir schon, aber noch nicht oben drauf. Wie soll man denn da oben drauf kommen? Vielleicht irgendwie hier rüber oder so? Okay, ich sehe schon, da sind ganz viele Schirme, über die wir abprallen können. Juhu. Und da ganz oben ist auch noch was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Oh, oh. Kannst du mir schnell helfen, liebe Nachbarin? Wie es scheint, habe ich schon wieder meine Schlüssel verloren. Weit können sie nicht sein. Wenn ich sie nicht schleunigst finde, schmilzt mein Eis. Und das wäre eine schöne Sauerei. Oh, wo könnten die Schlüssel nur sein? Und du hilfst mir noch nicht einmal. Naja, immerhin hast du mir zugehört. Das ist wenigstens etwas, Zuckerschote. Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Alles in Ordnung? Ja, wie schade. Ich wollte mich wirklich um dich kümmern. Dafür sind Nachbarn ja da, meine Liebe. Ich würde dich gern hereinbitten, aber ohne Schlüssel keine Couch. Diese Couch ist so gemütlich. Die Kissen sind gerade nicht abgenutzt. Oder eher zertrampelt. Henry und Sarah sind immer wild darauf herumgehüpft. Als wir noch in unserem alten Haus gewohnt haben, ist Henry mal gestürzt und mit dem Kopf gegen den Glastisch geknallt. Er hat sich die Seele aus dem Leib gebrüllt. Überall war Blut. Auf der Fahrt ins Krankenhaus hat er gefragt, ob er sterben würde. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich musste einfach nur lachen. Aber nein, Dummerchen, das wird schon wieder. Ich wünschte, ich würde immer noch in diesem Haus wohnen. Nach Davids Tod musste ich es verkaufen. Außerdem waren die Kinder inzwischen weggezogen. Es war zu groß für eine kleine alte Dame. Und der Rasen. Ich wollte nicht jeden Sonntag im Schweiße meines Angesichts den Rasen mähen. Wusstest du, dass wir das Haus entwerfen ließen? Von einem professionellen Architekten. Er war immer totschick gekleidet.
ganz in Schwarz mit einem glänzenden Schnauzbart. Ich war wohl ein bisschen in ihn verschossen. Ich weiß, er würde mich sicher nicht erkennen, wenn ich ihm zufällig begegnen würde. Oder vielleicht doch? Er hat mal sein fotografisches Gedächtnis erwähnt. Weißt du was? Vielleicht sollte ich ihn anrufen. Ich könnte sagen, mein lieber Anthony, ich hätte sehr gerne die Originalpläne für mein altes Haus. Sie sind mir vor kurzem bei einem Umzug abhanden gekommen und ich hätte gerne eine Kopie. Könnte ich schnell vorbeikommen und sie abholen? Moment mal, ich habe eine bessere Idee. Du solltest ihm einen Besuch abstatten. Finde heraus, ob er immer noch so adrett aussieht wie in meinen Träumen. Wenn du mit schlechten Nachrichten zurückkommst, habe ich mir eine Reise erspart. Sein Büro war irgendwo in Hummingburg. Die Adresse kenne ich nicht. Du weißt ja, dass ich meine Handtasche mit meinem Adressbüchlein und der Brosche meiner Mutter verloren habe. Oh, ich will gar nicht daran denken. Sie hat immer nur über diese Brosche geredet. Na los, stehe ich so untätig da. Frag in Hummingburg herum. Deinem freundlichen Lächeln kann niemand widerstehen. Okay. Ich sehe, wir haben die Möglichkeit, scheinbar eine neue Seele zu kriegen. Ich will eigentlich hoch. Ist hier oben irgendwo noch ein Weg raus? Ja, da. Aha. Aber ich sehe, wir haben dort was. Nein. Da oben ist noch etwas und ich will es haben. Hier, so. Miniaturdiorama und ein Hämatit. Sehr schön. Man kommt also auch immer ein Stückchen höher. Und das Rezept für Brot haben wir gelernt. Sehr cool. War hier nicht auch noch irgendwo was auf irgendeinem Dach, auf das ich jetzt gerade nicht mehr drauf komme? Doch, hier. Das war nur deutlich weiter unten, als ich dachte. Und wir finden Kartoffel und Weizensamen. Coole Sache. Gut, ich glaube, dann haben wir hier fertig und kehren einmal zurück auf unser Schiff. Auf unser Schiff. Unser Schiff? Ach ja, hier ging's rum. Okay. Sehr schön. Da ist Francis, das ist mir jetzt aber gerade relativ egal. Und hier ist Astrid. Genug. Ich habe die Schnauze voll. Ich hatte gedacht, ich sei stärker, aber offensichtlich lag ich da falsch. Ich ertrage es nicht mehr. Er macht mich wahnsinnig. Er folgt mir überall hin. Er redet und redet und redet. Und ich weiß, dass er lügt. Ununterbrochen. Alles, was er von sich gibt, ist eine himmelschreiende Lüge. Was konntest du herausfinden? Hat er mich betrogen? Sag es mir. Ich fürchte, ja. Ich wusste es. Ich wusste es. Danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast, Wildfang. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Es wärmt mir das Herz zu wissen, dass ich wenigstens einer Person vertrauen kann. Und jetzt bitte. Du weißt, was getan werden muss. Ich möchte sein Gesicht nie wieder sehen. Er muss verschwinden. Aus meinem Haus. Aus meinem Leben. Aber naja. Im Endeffekt, er ist selber schuld und ich habe grundsätzlich was gegen Betrüger. So. Und hier ist noch ein Brief. Wenn sich jetzt rausstellt, dass er sie gar nicht betrogen hat, dann dann Schande auf mein Haupt. So. Noch ein Brief von Albert haben wir bekommen. Geschätzte Kundin, derzeit bieten wir eine ganz besondere Aktion.
beiliegend findest du eines unserer neuen Gebäude. Es ist Teil unserer neuen Spastakulär-Reihe, eine Sprungfläche. Wir hoffen, dass du viel Freude daran haben wirst, höhere Luftsprünge zu machen. Albert, dein örtlicher Schiffsbauer. Okay. Sehr schön. Das werden wir eventuell bauen, ich weiß es nicht. Aber fürs Erste ist diese Folge vorbei. Die Zeit ist rum. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.